Also, wer mich nicht kennt, Stefan Brotschka, AfD-Fraktion. Alfred, dein Mann. Ich bin der festen, also wir hatten ja letztes Mal schon das Vergnügen mit der UTP-Richtlinie. Ich bin der festen Überzeugung, dass euch die UTP-Richtlinie gar nichts bringt, sondern dass ihr am Schluss sogar noch den Kürzeren daraus zieht mit der UTP-Richtlinie. Ihr werdet doch nicht glauben, dass der Lebensmitteleinzelhandel, wenn ihm Auflagen auferlegt werden von der Politik, nicht irgendwelche Schlupflöcher finden wird, um die dann voraussichtlich, so wie das Verkaufen, schlechte erzielten Preise nicht wieder nach unten abzudrücken. Wenn ihm die UTP-Richtlinie den Abnahmezwang aufschreibt, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Die Idee an der UTP-Richtlinie ist nicht schlecht, bloß die Umsetzung wird nicht funktionieren, außer in den Sozialismus. Und da bin ich mir zu 99,9% sicher. Am Schluss werdet ihr wieder die sein, die darunter leiden, weil den Lebensmitteleinzelhandel etwas aufgedrückt wurde von oben herunter. Und somit werdet ihr am Schluss wieder die Glockenmeier sein. Wenn, dann muss man so. Warum kommt denn der Einzelhandel jetzt mit der freiwilligen Selbstverpflichtung ums Eck? Weil er dieser strengen Umsetzung entgehen will. Ja, jetzt schon. Und wenn es die Generalklausel gäbe, dann schließen wir diese Schlupflöcher. Genau deswegen brauchen wir es ja, damit dieser Kreativität ein Ende gesetzt ist. Dann. Ja, aber die wird nicht kommen, weil es die Union nicht will. Ja. Dann sagen Sie das und sagen Sie, dass grundsätzlich die UTP schlecht ist. So wie es jetzt. Wenn die Umsetzung dann schlecht ist, da können wir drüber reden. So wie es jetzt ist, aber werdet ihr. Wenn die Generalklausel kommt, dann hilft sie uns weiter und deswegen brauchen wir die. Ja, aber so wie es jetzt ist und die wird nicht kommen. So wie es jetzt ist, ist sie schlecht für euch. Ist definitiv. Mit der Generalklausel, aber das will ja nur die SPD und die Union nicht. Also wird sie vermutlich nicht kommen. Also wird die UTP-Richtlinie für euch schlecht sein. Aber wenn ich nur kurz 2-3 Minuten etwas anderes sagen darf, Dankeschön. Ich will nur kurz auf den Kees de Vries eingehen, der am Anfang gesagt hat, Politik macht ja der Bundestag und die Bevölkerung ist grüner geworden. Jetzt muss man mal sagen, wir hatten seit fast 16 Jahren jetzt eine schwarze Regierung. Warum dann die Bevölkerung grüner wird, ist mir ein Rätsel. Das liegt dann mit Sicherheit an der schwarzen Regierung. Die hätten es nämlich in der Hand gehabt, dass die Regierung oder die Bevölkerung nicht grüner geworden wäre, wenn wir richtige Politik gemacht hätten. Und ja, auch das Insektenschutzgesetz beschließt der Bundestag. Wir haben morgen gegen 22 Uhr, ich habe es nicht genau im Kopf, gegen 22 Uhr die erste Lesung zu dem Bundesnaturschutzgesetz. Aber wenn man ehrlich ist, jetzt ist der Kees de Vries leider nicht mehr da, die Mehrheit im Bundestag hätten aber CDU, CSU, FDP und AfD. Und so wie es letzte Mal der Herr Stegemann da vorne gesagt hat, er wird das Gesetz ablehnen, müssten sie einfach nur mit FDP und AfD abstimmen. Also ich muss jetzt einen Kollegen wegen den Schutz nehmen, er wird nicht sagen können, dass er mit uns abstimmen wird, aber auch Sie werden das Gesetz ablehnen und wenn dann die CDU, CSU das Gesetz auch ablehnen wird, dann wäre es vom Tisch. Aber anscheinend wird hier nur groß gesprochen und nicht gehandelt. Und wenn Sie so handeln würden, als wir Sie hier gesprochen hätten, dann wäre es eben gut. Weil haben wir uns ehrlich, für das Insektenschutzgesetz, es gibt nicht eine wissenschaftliche Arbeit, also die Krefelder Studie, ja, aber das ist ein wenig extrem angezweifelt. Es gibt nicht eine einzige Studie, dass der Landwirt alleiniger Schuldner ist an einem Insektenrückgang. Nicht eine einzige Studie. Ich habe im Bundestag drin einmal einen parlamentarischen Staatssekretär, Florian Brunold, Umweltministerium, eine Frage gestellt über einen Beleg vom Insektenrückgang. Als Antwort habe ich bekommen, er muss weniger Insekten von der Windschutzscheibe kratzen als früher. Und sowas höre ich vom parlamentarischen Staatssekretär von Umweltausschuss. Das ist keine Antwort, das ist eine bodenlose Frechheit und das ist eine Verleumdung der Landwirte gegenüber, meine Damen und Herren. Und sonst nichts anderes. Die wollen euch nicht mehr haben. Ihr müsst es endlich kapieren. CDU, SPD, CSU, die wollen euch nicht mehr haben. Die wollen Mercosur haben, die wollen vielleicht CETA haben, die wollen TTIP haben, was weiß ich, die wollen die Freihandelsabkommen mit der ganzen Welt haben. Und ihr geht denen den Weg um. Und sonst nichts. Und das muss man jedem bewusst sein. Und zum Kollegen da vorne, wie er gesagt hat, steht er da, ja. Ernährungssicherheit muss ins Grundgesetz.
ist aber sehr national. Und die Aussage, ich gebe ihm zu 100% recht, Ernährungssicherheit gehört ins Grundgesetz. Aber da gibt es nur genau eine einzige Fraktion, die das fordert. Und das sind wir. Ja, das ist nicht viel, das ist gut so. Weil wenn wir uns von Importe abhängig machen lassen, dann haben wir kaputt. Lebensmittelsicherheit ist das Wichtigste, was ja jede Nation hat, weil ohne, es gibt uns ja einen schönen Spruch, ohne Mampf kein Kampf, oder wie es immer wieder heißt. Und wir dürfen uns nicht von anderen Ländern abhängig machen, was Ernährungssicherheit betrifft. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Und die gäbe es nur mit der bürgerlichen Mehrheit. Und die bürgerliche Mehrheit würde es im Bundestag geben, aber es gibt leider zwei Fraktionen, die mit uns nicht reden wollen. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist ihre eigene Entscheidung. Das müssen sie wissen. Müssen sie selbst entscheiden, die anderen. Also bitte bleibt standhaft, demonstriert friedlich, steht für eure Sache ein, weil nur, Politik bewegt sich nur, wenn sie Widerstand spürt. Und die Union wird sich auch nur rühren, wenn sie Widerstand spürt. Es gibt noch den einen oder anderen vernünftigen Unionpolitiker, aber der Kopf oben ist momentan nicht richtig gestellt bei der Union. Also wenn ihr die Wänge unter Druck setzt, die Union, dann bewegt er sich schon in die richtige Richtung. Also wir haben noch ein, zwei Wochen, gebt ihnen noch ein bisschen Druck. Vielleicht entscheiden sie sich da doch noch anders. Ja,